Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Wir bauen in der Folge das große Gehege hier fertig. Und setzen mal das hier auf eine Höhe von 3,50 Meter. Immerhin kommen dahinter unsere aktuell, glaube ich, größten Tiere dann. Also ich glaube, die Trampeltiere sind größer als die Rentiere. Die sich gleich hinten immer noch sehr, sehr wohl fühlen. Ist mir jetzt gerade sowas von... Dann tun wir halt dich auch hier nochmal so. Nö. Dann wird sich jetzt auch in Sucht befinden, glaube ich. Technikforschung abgeschlossen. Welche? Neue Designs für die neue Welt. Das finde ich gut. Mitarbeiterhäuser gehen auch voran. Die Veterinärforschung ist vorangekommen. In welchem Punkt denn? Oh, schön. Wir kommen hier auch immer weiter und das macht es echt gut. Einrichtungen. Ich mag jetzt mal kurz gucken beim Bauen. Oh, Pläne. Ach, guck mal. Rückzug auf Afrikanisch. Ich glaube, den werden wir... Ich wollte sagen, den setzen wir hier rein. Heieiei. Ah, nee, ich wollte eigentlich unter Bau gucken. Unter Architekturwände. Was für Wände haben wir denn jetzt zum Beispiel bekommen? Wir haben hier die Holzwände, die hatten wir gleich davor schon. Milchglas. Ach, schön. Glasgebäude. Was ist das denn? Stütze Ankerplatte. Stütze Halterung. Oh, ich sehe schon wieder so viel. Oh. Also wenn wir all das hier benutzen können. Hier. Holzrahmen. Glaswände. Damit können wir richtig geil bauen. Veterinärforschung, Apfelforschungsverwaltung. Rentier ist weitergekommen. Perfekt, das ist gut so. Jetzt geht es trotzdem weiter an unser Trampeltiergehege. Wir haben das riesengroße Gehege hier. Wir müssen überlegen, wie wir hier das hinbauen. Also wenn wir hier gucken bei Bauplänen, dieser riesige Unterschlupf natürlich ist mega cool, aber für was für Tiere willst du das verwenden? Ich würde sonst den hier gerne hinpacken. So. Und dann halt dort einen Abschluss machen, eine Glaswand reinsetzen. Also sozusagen dem Teil hier diese Zwischenwände rausnehmen. So. Ganz easy, dann geben wir dem hier Barriere bearbeiten und schicken die Barriere hier so rein. Die Barriere hier so rein setzen. Das geht nicht, dafür müssen wir... Das auf 4 Meter. Komm schon, 4 Meter. Perfekt. Und dann hätte ich gerne hier einen... Warte mal, dafür muss ich jetzt einen einseitigen Spiegel reinbauen. So. Kann man nicht hier gucken gehen. Und das ist halt deren Unterschlupf auch gleitet. Was ich genial finde eigentlich. Schaut nicht schlecht aus, schaut nicht schlecht aus. So, aber wir kriegen schon wieder eine Belohnung. Zwei neue Gehegetiere unterschiedlicher Arten züchten. Das geht doch hier wie am Schlewitzchen irgendwie so wassermäßig. Kommt hier vorne ein großer Teilchen. Okay, verstanden. Bedeutet Gelände. Dann glätten.
So, Wasser. Die sollen richtig schön. Also das ist jetzt wirklich, das ist ja gleich auch, wenn wir von oben gucken. Ne, nicht mal. Also die sind alle gleich groß, aber es ist halt das größte Gehege, was eine flache Ebene ist. Weil wir gehen jetzt an den Tierhandel. Weil wir müssen ja jetzt auch langsam mal hier schauen, dass unsere Tiere hier rauskommen, die wir noch auf Lager haben. So, da laufen schon die ersten los, holen sich aus dem Handelszentrum die Tiere. Der spielt mit dem Ding. Was hast du gemacht? Da läuft das erste Teil. Macht sich auf dem Weg. Wir müssen dann hier halt noch den Weg hinbauen, aber das wird natürlich, glaube ich, eine der einfachen Sachen sein. Oder hier kommt dann auch so ein Sprachzentrum hin, was über die Trampeltiere was erzählt. Wie groß sind denn eigentlich solche Wege, wenn ich hier so einen kleinen Weg hinbauen will? Was da Ausrüstung? So. So. So will ich das eigentlich haben. Perfekt. So, unser Trampeltier ist im Gehege drin. Okay, es ist kleiner als erwartet. Ich hab grad auf. Mann! Auf wie vielen Seiten ist denn das passiert? So bringt sich aber ein Einwegspiegel wenig, wenn die Tiere durchgucken können. Manometer. Das war jetzt aber nicht der Plan, dass die nur so... Kann ich rein theoretisch so machen und den Einwegspiegel... Ah, okay, das geht easy. Gut. Perfekt, genau. Und jetzt haben wir hier unseren... Und er sagt uns jetzt, was sein Wunsch ist. Sein Wunsch ist sehr viel Sand und sehr viel Fels. Das wollen wir ihm doch nicht verwehren. Sand haben wir schon lange nicht benutzt. Und alles hier außenrum wird sehr, sehr sandig. Ein sehr sandiges... Gebiet. Zum gröberen Sand hier hin zum Beispiel. Es ist zu wenig Fels. Dann wird denn Unterkunft zum Beispiel auf Fels gebaut sein. Perfekt. Jetzt müssten die da zufrieden sein schon mal. Genau. Pflanzenmäßig brauchen die nicht viel. Da gucken wir mal, was wir sonst machen können. Naturmäßig alles zurücksetzen. Filter ist Kontinent asiatisch. Biom Wüste und gemäßigt. Schauen wir mal, was haben wir denn da Schönes? Ich hätte gerne so ein paar kaputte Bäume zum Beispiel. Palmen wären doch jetzt was Schönes. So, Dattelpalmen. Ums Wasser herum haben sich schon ein paar Pflanzen auch angesiedelt. Ein Baum, der versucht zu überleben. Ein paar billige Pflanzen. Zack, 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 zack. Hier noch so ein kleiner Baum. Nur so ein bisschen indischen Bambus. So. Das reicht doch vollkommen aus, damit es noch ein bisschen noch was ausschaut. Und jetzt hier noch. Ah, genau. Gehege natürlich. Vom Dallschaf auf das Trampeltier. Ich habe nochmal mich zur Sicherheit versichert, dass es auch so heißt.
das muss man das wieder finden in dieser Liste. Trampeltier. Wie wär's denn mit einem Eisklumpen zum Beispiel zum Spielen? So, ein Futterball. Ein Greifball. Perfekt. Und jetzt noch natürlich... Obwohl, sind Trampeltiere nicht fast so groß eigentlich wie ganz normale Pferde? So. Dann müsste sich das erledigt haben. Wie viele Tiere braucht? Müssten zwei reichen, ne? So, da ist Nummer 2. Passt. Perfekt. Das passt. Das ist grün. Das ist grün. Und der Unterschlupf ist auch groß genug. Wir haben Trampeltiere. Go, go, go. Aber natürlich, warte mal, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen umbauen. Denn natürlich, hier der Weg ist ja noch nicht öffentlich begehbar. Das müssen wir jetzt noch abändern, denn das muss hier passieren. So, der muss öffentlich begehbar werden. Jetzt müssen wir noch die Infotafeln anbringen, natürlich. Zwei schöne große Infotafeln und einen Infolautsprecher in der Mitte. Das war eigentlich, wollte ich ihn eigentlich ein bisschen höher rausholen, aber okay, so. Der soll über die Trampeltiere jetzt hier sein Wissen rausbuzzen. Trampeltier. Trampeltier. Also wenn du Glück hast, siehst du ein Trampeltier beim Schlafen. So, dann brauchen wir jetzt hier noch wieder eine Einrichtung. War schon richtig. Ne, Bildschirm und nur will ich nicht. Wir tun jetzt erstmal hier überall die paar Bildschirme hin platzieren. Da werden immerhin 1, 2 platziert werden. So. Dann tun wir sie ausstatten mit dem entsprechenden Infos. In diesem Fall natürlich über das Trampeltier. Informiert darüber und lautsprechermäßig, wo schaut es denn hier noch aus? Packen wir hier einfach so ganz easy mal einen Lautsprecher fürs Trampeltier hin. Der die ganze Ecke da so informiert. So, perfekt. Warum hängt ihr jetzt? Nicht auf der Stelle laufen, genau. Gott, die ganzen kleinen Tiere, das ist voll süß. Deswegen schauen die Leute da auch alle zu. Ist das, wo ist denn eins? Das sind sogar beide. Ja, ich glaube, es sind schon unsere größten Tiere aktuell. Boah, kann ich auch. Boah. Ah, ist das schön. Wir haben doch einiges geschafft. Also... Und der Zoo wird immer dynamischer, größer. Wenn wir jetzt hier noch so einen Weg außenrum machen würden, hier ein großes Gehege hinbauen. Mit was könnten wir rein theoretisch Trampeltiere zusammensetzen? Ich hätte da so eine Idee. Ich brauche mal kurz das Supedia. Trampeltiere profitieren nicht davon, dass sie mit anderen den Platz teilen.
Ich soll mir eigentlich, hä? Ihr wollt bloß wissen, kann ich mit denen irgendjemanden zusammenziehen? Was mich interessieren würde, sowas. Es gibt doch bestimmt Tiere da, Scher. Ein afrikanischer Strauß kann mit den Thompsons da sein, den Warzenschwein, den wahrscheinlich den Springbock, Kafferbüffeln, Steppenzebras und der Netzgiraffe zusammenleben. Warum nicht ein riesiges Gehege für all diese Tiere hier bauen? Wow, das wollte doch keiner sehen. Der amerikanische wird davon profitieren, dass sich das gegen mit dieser Art halt Gabelbock. Oh, wir haben einen Drecksgabelbock. Und lebt ihr nicht genau nebeneinander sogar? Ja, Gabelbock. Also rein theoretisch könnte ich den Weg abreißen, das zu sagen. Ihr wollt mich verarschen. Das würde funktionieren. Wir könnten also die Tiere hier, das Gebiet um einiges vergrößern. Obwohl ich mittlerweile eh schon keinen Überblick mehr habe, wo welches Druck langläuft. Naja, Leute, aber das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!